Korrigierend? Nein. Keine Ahnung. Korrigieren. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute geht's mit der Sammlungsreihe weiter und zwar werden wir uns diesmal meine Puder anschauen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, dann wollen wir mal starten. Ich glaube, wir starten mal mit den losen Pudern. Da habe ich als erstes von Catrice Light Illusion das Banana Powder. Ich weiß gar nicht, ob es das noch im Sortiment gibt. Das ist nur so leicht eingefärbt. Das ist nicht richtig doll gelb. Finde ich ganz gut. Funktioniert auch für Leute, die nicht so dunkel sind. Wie es für ganz helle Hauttypen ist, weiß ich nicht. Aber für mich funktioniert das auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. So, mein allerliebstes loses Puder ist von Laura Mercier. Das Translucent Powder. Das sieht so aus. Das ist super fein und das macht richtig so ein Photoshop, wie gefotoshoppt unterm Auge. Finde ich sehr, sehr gut. Ist auch sehr, sehr fein und ja, Douglas hat ja öfter mal Angebote. Wenn die es im Angebot haben, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Ich meine, es ist ein riesen Puder. Das geht euch so schnell nicht leer und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Dann habe ich noch meinen letzten Rest von den Love Set and Refresh. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Das war ja dieses, was sich anfühlt wie Wasser, wenn du es aufträgst. Aber da das schon so alt ist, fühlt sich das nicht mehr an wie Wasser. Ich werde es aber auf jeden Fall noch aufbrauchen. So viel ist da jetzt, glaube ich, nicht mehr drin. Und ja, kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich einmal das All About Matte in Lose. Ja, ist auch sehr gut. Ist halt ein All-Time Favorite gewesen, genauso wie das gepresste. Und halt nur in der losen Variante. Kann ich auch empfehlen und für den Preis allemal in Ordnung. Dann habe ich hier einmal von Terra Naturi das Correcting Powder. Das finde ich nicht gut fürs Gesicht, deswegen benutze ich das für meine Beine, um also meine Oberschenkel, um die im Sommer abzupudern, damit die nicht so extrem aneinander reiben. Und dafür ist das ganz gut, ja. Aber das ist auch der einzige Zweck, den das Puder für mich erfüllt. Dann habe ich ja von Catrice aus der LE das Extreme Blur Powder. Finde ich auch ganz okay, ja. Weiß ich nicht gerade, wie ich das... Ob das sehr gut ist, keine Ahnung. Ist aber eh eine LE gewesen, muss ich bald mal aufbrauchen und... Ja, ist okay. So, ich glaube, das waren alle meine losen Puder. Machen wir weiter mit meinen gepressten Pudern. Da habe ich einmal von Revive Loop das Natural Lift Compact Powder. Das ist sehr gut, mag ich sehr gerne. Das habe ich in der Farbe 02 Ivory. Das ist, da ist auch so ein Puffelding und so drunter. Das braucht aber kein Mensch. Und ja, macht einen ganz guten Eindruck, das Puder. Ich habe es noch nicht so oft genutzt. Das hatte ich mir fürs Full Face geholt. Genauso wie das. Das habe ich mir auch für das Full Face geholt von Revive Loves Me. Das ist das Marshmallow HD Powder. Ich finde, das riecht sehr gut. Charlene hasst es. Ich liebe diesen Duft. Und ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Wer diese Gerüche mag, wer nicht, der halt nicht. So, eins von meinen liebsten Pudern ist das von Physicians Formula, das CC Powder. Das ist allerdings, ja, hat halt Deckkraft, das muss man wissen. Aber ich finde das sehr gut. Das hatte früher mal hier so, da seht ihr es noch so ein bisschen, das hatte so grüne und gelbe Flecken und war so ein bisschen, das war das Wort korrigierend, ja, mir ist das gerade rausgefallen. Genau. Kann ich empfehlen. Ja, ich habe es im Video davor schon gesagt, ich bin erkältet, ihr müsst das jetzt, das Geschniefe ertragen. Dann habe ich das 183 Days. Eigentlich ist das ein Luminizer, also eigentlich ist es ein Highlighter, aber ich benutze es als Schimmerpowder. Das hat der Maxim mal gezeigt und ich habe es natürlich nachgekauft. Weil das nur so ein ganz, ganz leichter Highlighter ist, benutze ich das halt als Schimmerpowder und das funktioniert auch sehr gut. Hat nur so einen ganz leichten Schimmer dann. Dann habe ich das Perfect Match Puder in der Farbe Golden Sand. Ich mag inzwischen Puder mit Färbungen lieber als ohne. Und ja, deshalb genau,
finde ich die besser als die weißen inzwischen, aber es ist ja auch Geschmackssache. Dann habe ich das You Better Work Gym Proof Waterproof Fixing Powder. Finde ich okay. Ob das jetzt so weltbewegend ist, weiß ich nicht, aber es ist halt ein weißes Puder. Ja. Genau. Dann habe ich einmal hier das aus einer Essence LE, das Wannabe My Honey Puder. Ich habe es noch nicht benutzt und ich werde es auch erstmal nicht benutzen. Es riecht leicht nach Honig. Ich werde es so lange nicht benutzen, wie ich nicht die anderen Puder aufgebraucht habe. Deswegen bleibt das erstmal zu. Genauso wie das Manakadar, das ist auch noch zu. Das war in irgendeiner Box und ja, bleibt auch erstmal zu, bis ich, wie gesagt, eins von den anderen Pudern aufgebraucht habe. Dann habe ich hier von Hourglass das Ambient Lightening Powder in der Farbe Dim Light. Das sieht so aus. Also ganz ehrlich, es ist den Preis definitiv nicht wert. Es ist ein schönes Puder, aber das ist, da könnt ihr auch das von 183 Days nehmen. Also viel anders ist das auch nicht. Aber ich habe es mir auf jeden Fall mal von einem Gutschein gegönnt. Aber eigentlich ist es den Preis überhaupt nicht wert. Dann habe ich hier das Camera Powder von True and Lucious. Das war auch mal in der Glossy Box, glaube ich. Das ist auch ganz okay. Es ist auch ein weißes Puder. Ja. Dann habe ich hier das von Wet n Wild, das Photo Focus Powder in der Farbe Neutral Beige. Da ist nur die Kuppel so ein bisschen weg. Muss ich auch mal wieder öfter benutzen. Finde ich aber sehr gut, das Puder. Soll ja ein Dupe sein zu den Airbrush Finish Powder von, wie heißt die Dame? Charlotte Tilbury. Genau. Finde ich sehr gut. Macht auch einen sehr, sehr schönen, weich gezeichneten Effekt unterm Auge. Kann ich euch empfehlen. Dann habe ich das Brighten Up Banana Powder von Essence. Das hatte ich ja im Tauschpaket von Miri. Das habe ich noch nicht getestet, aus den gleichen Gründen, warum die anderen Puder noch unberührt sind. Dann habe ich hier das All About Matte von Essence. Ich glaube, das war in der Essence Überraschung Surprise Box da. Das kennt, glaube ich, jeder. Ist auch ein gutes, solides Puder. Kann man mal machen. Dann habe ich hier das Puder von 183 Days, das Baby Skin Puder. Das muss ich jetzt endlich mal aufbrauchen. So viel scheint da auch nicht drin zu sein. Der Puffel sieht auch schon ganz eklig aus. Ja, muss ich demnächst mal aufbrauchen. Und als letztes Puder habe ich hier von Maybelline das Matte Maker Puder. Ist auch ein sehr schönes Puder und ja, das habe ich in der Farbe Nude Beige. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Also, schon vor allen Dingen, sagt sie immer, und hat hier eine Million Puder. Ja, also lose Puder habe ich sechs, obwohl ich das eine ja nicht fürs Gesicht benutze. Und gepresste Puder habe ich 14 Puder. Braucht kein Mensch, glaubt mir. Ich werde auch versuchen, mir keine neuen Puder mehr zu kaufen. Ich weiß, ich scheitere meistens kläglich, aber ich will wirklich versuchen, meine Puder erstmal aufzubrauchen. Vielleicht muss ich mir auch selbst Drogerieverbot geben, damit das funktioniert. Aber ja, und ich weiß nicht, ob ich weiterhin lose Puder mir holen will. Ich weiß es doch nicht. Ich habe ja sonst immer loses Puder unter die Augen getan, quasi um den Concealer zu setzen und das ins restliche Gesicht. Ja, hat auch sehr gut funktioniert, aber ich weiß nicht, ob ich bei der Routine bleibe oder sie vielleicht mal ändere. Das überlege ich mir auf jeden Fall noch. Genau. Ja, das war das Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, welches ist euer liebstes Puder, gepresst oder lose. Also was benutzt ihr gerne oder am liebsten gepresstes oder loses Puder. Und auch gerne euren Favorit könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben. Und ja, dann folgt mir noch schnell vor allen Dingen, folgt mir auch schnell auf meinen Social-Media-Kanälen noch. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.